Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Dragon Quest Builders 2. Wir haben in der letzten Folge, nachdem ich euch präsentiert habe, was ich auf der Insel der Erbauer so geschafft habe, sind wir zur nächsten Insel gefahren und das ist Hammerholm. Und hier hatten wir jetzt angefangen. Mit den Leuten zu quatschen und für Babs dieses Braufass zu schmieden und eine Rebschorle herzustellen. Und dann wurden wir von irgendjemandem gerufen hier am Mineneingang und genau da sind wir jetzt gerade hin. Ich denke, ich kenne die Stimme von hier. Die Stimme ist wieder da, sie buht und hut, es gäbe kein Morgen mehr. Diese verdammte leckere Rebschorle hat Hagons Zorn auf sich gezogen. Klingt, als kämen sie von diesem Sandhaufen schon hin, ja. Versucht doch mal, ihn aus dem Weg zu räumen. Ein Treffer mit dem tollen Hammer sollte dafür reichen. Ein Golem! Potztausend, da versteckt sich ein schreckliches Monster. Rette mich, Babs, rette mich! Das arme Ding klingt, als wäre es traurig. Sprich mit ihm schon inne. Vielleicht findest du raus, was das Problem ist. Kann ich das, was unter ihm liegt, kaputt machen? Ja. Uhu. Du Erbau, du mich finden, mich befreien. Danke, keine Kraft, gar nichts. Bring mir Kupfer, Silber, Gold. Wieder stark werden. Wir kennen uns kaum und schon will er, dass wir für ihn Botengänge erledigen. Ich glaube, ich mag das Kerlchen. Echt? Aber was mit Lulu? Die hat das gleiche gemacht. Du brauchst Kupfer, Silber und Gold, oder? Ich würde dir ja gern helfen, aber der Eingang der Mine ist vollständig versiegelt. Babs, das ist ein Monster. Du willst ihm nicht wirklich helfen, oder? Du Babs? Babs nett, Babs hübs. Ich Babs auch helfe. Versiegelter Tunnel da lang. Ah, wahrscheinlich kann ich das mit meinem Stab noch nicht kaputt machen. Aber er macht mir jetzt die Eingänge frei. Wahrscheinlich werde ich aber auch Golems als Gegner haben. Du willst Felsen zerschmettern? Ja, wenn diese Felsen nicht wären, könnten wir die Mine wieder zum Lauf bringen. Davon habe ich schon immer geträumt. Dann ich Traum wahr werden lasse. Aha, das war genial. Du hast die Mauer eingerissen, als wäre sie aus Papier. Potztausend. Was sollte dieser ganze Lärm? Täusch mich meine Augen, oder bist du Goldbröckchen? Der Legende nach wurde die Mine von Hammerholm 1 von einem großen Golem bewacht. Doch als das Metall verschwand, tat er es ihm gleich. Kraft weg, Hilfe brauchen, eure Hilfe. Wir haben jahrelang versucht, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ich hätte nie gedacht, dass das so passieren würde. Jeder in Hammerholm kennt die Legenden über den Wächter der Mine. Aber ich habe sie immer für Kindermärchen gehalten, wie sehr man sich da heuchen kann. Schönine, hättest du, Merod, was dagegen, kurz einen Blick in die Tunnel zu werfen? Ich bin mir sicher, dass Chipper und Buddy euch gerne rumführen würden. Haha, die Angsthasen. Aber da unten war doch schon ewig niemand mehr. An einigen Stellen ist die Decke bestimmt komplett eingestürzt. Da kriegen wir es mit Sand und was mit, weiß ich noch, mit einem zu tun. Wie sollen wir da vorbei? Ich hatte befürchtet, dass das passieren könnte. Glücklicherweise habe ich genau das Richtige für diese Fälle. Schoninja, die liegen hier schon seit Ewigkeiten rum. Irgendein Bergarbeiter muss sie hier vergessen haben. Bomben! Na los, Schoninja, geh rein, räume ein paar Hindernisse aus dem Weg, baue ein paar Stützen auf und bring diese Mine wieder in Schuss. Klingt interessant. Na schön, Buddy. Tu, was das Mädchen sagt. Mach mit Schoninja eine Führung durch die schönste Mine von ganz Hammerholm. Ich würde ja selbst gehen, aber ich leide an einer unheilbaren Klaustrophobie. Das ist nicht fair, Shepard. Du weißt doch, wie schlimm meine Monstrophobie ist, in letzter Zeit geworden ist. Und in diesen Höhen wimmelt es nur so von Monstern. Und was noch schlimmer ist, du würdest mich mit dem Erbauer losschicken. Schoninja, kannst du die Tunnel in der Nähe untersuchen und ein paar Klumpen Kupfer zurückbringen? 5 sollten reichen. Ich will bloß die Qualität prüfen. Ich bete nur, dass Hagen davon keinen Wind mitbekommt. Denn wenn sie hochgeht, bleibt in der Nähe kein Stein nach dem anderen. Okay. Ah, hier ist das Schienennetz auf jeden Fall noch intakt. Das kenne ich noch nicht. Schützende Planken. Schon in ihr, Malrod wartet.
Babs hat mir eine Standpauke gehalten. Wenn ihr die Tunnel erkundet, braucht ihr einen erfahrenen Bergarbeiter an eurer Seite. Hier bin ich also. Hm? Boah, war das ein Erdbeben? Ja, seit das goldene Zeitalter vorbei ist, kommt die Erde nicht zur Ruhe. Es ist Jahre her, seit ich das letzte Mal in diesem Tunnel unterwegs war, aber ich erinnere mich nicht, dass sie in so schlechtem Zustand waren. Der alte Hagert muss hier unten seine Lakaien losgelassen haben. Damals konnte man hier unten in der Mine keine Spitzhacke schwingen, ohne auf eine Goldader zu treffen. Und seht sie euch jetzt an, nichts als Sand und Steine. Warte mal, das ist neu. Ja, das war doch klar. So, diese Planke brauche ich wahrscheinlich nicht, daher packe ich sie wieder dahin. Ich wollte sie nur entdeckt haben. Seht euch das an, der alte Tunnel ist verschüttet. Der Sand muss von oben runtergerutscht sein. Da wäre es jetzt für rostige, knallige Kugeln. Okay. Geronimo, geh da weg, geh da weg. Alter, wie viel das freigesprengt hat. Saubere Arbeit, Schöninja. Diese Wand hatte nicht den Hauch einer Chance. Oh, das hört ich eigentlich nicht. Klasse, Schöninja, du hast uns den Sand aus dem Weg geräumt. Wenn wir Dinge kaputt machen, gewinnen wir Hagons Gunst. Vielleicht finden wir noch mehr rostige, knallige Kugeln, die in den Tunnel herumkugeln. Nimm jede mit, die du auftreiben kannst. Muskelprotze wie mich sollte man nicht so viel Feuerkraft betrauen, sonst drücke ich noch zu viel fest und jage meinen Bizeps in die Luft. Ich überlasse das in der Luft jagen lieber dir. Na los, wir sind explosiv und froh. Oh, und übrigens, hier unten in der Dunkelheit verliert man leicht mal die Orientierung. Zum Glück kann man die Karte rausführen und sie Ebene für Ebene durchgehen. Ah, okay. Da ist Wasser und ein Pilz. Den darf ich diesmal auch benutzen. Den haben wir schon mal gesehen auf der einen Insel, wo wir Stefan her hatten. Aber das war ja eine Bauer-Insel und deswegen durften wir da nichts mitnehmen. Mehrere Wege. Oh, neue Gegner. Maulwürfe und neue Fledermäuse. Fledermäuse bringen diese Samen. Okay, der Weg vereint sich wieder. Dieser Stein sieht neu aus. Malachit, wusste ich doch. Moment mal, das sieht überhaupt nicht gut aus. Diese Stützen haben schon bessere Zeiten erlebt. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wir müssen sie schnell reparieren. Ach, die da, okay. Seht mal, die Pfosten, die an der Decke stützen, sind in einem schlechten Zustand. Der alte Tunnel könnte jeden Moment einstürzen. Vor allem, wenn wir hier mit Bomben hantieren. Wir müssen sie noch vor dem nächsten Erdbeben reparieren, sonst werden wir lebendig begraben. Bringt die Weichholzblöcke an die Ort und Stelle schnell. Das ist Sand. Ich hab gar kein Weichholz. Achso. Okay, verstehe. Da ist Kupfer und Eisen wahrscheinlich. Stützpfosten sind repariert. Alles Paletti. Die Stützen sind so gut wie neu. Das hast du nicht zum ersten Mal gemacht, oder? Saubere Arbeit, Schöninja. Dank deiner Reparatur geschickt, sollte die Schützen eine ganze Weile halten. Und sieht so aus, als wären wir außerdem auf eine schöne Menge Metall gestoßen. Dein Hammer kommt zwar mit den härtesten Steinen nicht zurecht, doch für Kupfer und Kohle sollte er reichen. Aber das alles der Reihe nach. Erst holen wir uns ein paar schöne Klumpen Kupfer für unseren alten Freund Makrok. Und wo wir schon dabei sind, tüten wir auch gleich noch ein bisschen Kohle ein. Schöninja erhält Kohle. Was ist das? Was für ein schwarzer Klumpen, den du da hast? Was auch immer es ist, es könnte nützlich sein, wenn du mehr davon findest. Ab in die Tasche damit. Hatte ich vor. Ach cool, der baut ab. Leg hier mal eine Bombe, okay? Die kann ich nicht abbauen. Doch.
Kupfer. Was ist das schon denn? Ist das etwa ein Klumpen Kupfer? Der alte Magarok wollte 5 davon, weißt du noch? Packen wir sie ein und verschwinden wir. Weg hier! Oh, noch einer, was so viel Spaß macht. Geil. Und ich habe Glück gehabt, dass ich nach links nicht das Schienensystem kaputt gemacht. Rein da schon, Ninja. Jetzt haben wir das Kupfer, das wir brauchen. Gehen wir zurück an die Oberfläche und zeigen Magarok, was wir gefunden haben. Moment, du bist doch Bergarbeiter, oder? Solltest du hier bleiben und zur Abwechslung mal ein bisschen ackern? Wenn du jetzt zurückgehst, wird Babs dir wieder die Viten lesen. Du hast recht. Na schön, ich bleibe hier und grab ein bisschen weiter, aber ihr zwei solltet euch schleunigst zu Magarok aufgeben. Juhu. So, vermutlich. Oh, warte mal, Spinnennetz. Gibt's nicht, okay. Nehmen wir noch ein bisschen Seile mit. So, dann müssten wir doch springen können. Yes. Bam! Schon in dir, ich sehe es in deinen Augen. Es gibt also noch Kupfer in diesen Minen. Lass mich einen Blick drauf werfen. Ja, ja, das ist Hammer im Kupfer von höchster Qualität. Besseres Kupfer findet sich nirgendwo sonst. Es scheint, als stecke noch Leben in diesen Minen. Ich unterbreche nur ungern, aber ich habe mit Goldbröckchen gesprochen, während ihr euch in der Mine rumgetrieben habt. Je mehr Metall wir ihm geben, desto stärker wird er, das hat er gesagt. Und sobald er wieder ganz bei Kräften ist, kann er die Minen mit wertvollen Mineralien auffüllen. Ganz so, als hätte der Goldrausch nie geendet. Wenn das so ist, würde ihn vielleicht ein wenig von der Kupfer gut tun, das schon in ihr mitgebracht hat. Schaden wird's bestimmt nicht, und wir können das arme alte Ding nicht in diesem Zustand lassen. Geben wir ihm etwas Kupfer. Aber ein bisschen brauche ich bestimmt für neue Waffen. Ist das Kupfer? Kupfer nicht genug. Brauche Gold, um Goldgolem zu werden. Starker Golem. Wenn Kraft zurückkehrt, Erz auch zurückkehrt. Hm. Aber Kupfer stärker als Stein. Ich werde Kupfergolem, stärkerer Golem. Du gibst mir Kupfer? 5 Stück. Danke, Freund. Kupfer mir zuwirf. Ein Teil wird von mir gut werfen. Ach, lol. Potztausend, das ist absolut genial. Du hast den Kupfergolem aus ihm gemacht. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Nur ein Teil von. Moment, nur sein Kopf ist aus Kupfer. Was ist mit dem Rest? Buhu, ich albern aussehe. Mehr Kupfer brauche. Vielleicht 1000 Klumpen? 1000! Würdest du mich verkackern? Das ist doch unmöglich. Das sollte ich nicht sagen. Die Mine ist zwar nicht mehr das, was sie mal war, aber da unten muss noch mehr Kupfer sein. Sieh mal, was ich gefunden habe. 1000 Kupfer. Ich habe noch ein bisschen weiter gegraben und diese Mine ist bis unter die Decke voll mit Kupfer. Sieh nur, was ich zurückgebracht habe. 3. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Du warst schon immer ein fauler kleiner Drückeberger. Jetzt mal halblang, Schipper. Ich bin hier der Einzige, der sich abgerackert. Und es gibt nicht mal eine Bar, in der ich nach der Schicht abspannen kann. Wie soll man da bitte motiviert bleiben? Immer nur ausreden. Wie wär's, wenn du aufhörst, über Motivation zu schwafeln und zurück an die Arbeit gehst? Geh nicht zu hart mit ihm ins Gericht, Mayrod. Minenarbeit ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Es ist eine ganz schöne Schinderei und dreckig, dunkel und gefährlich umdrehen. Die Männer müssen irgendwo Dampf ablassen. Oh, ich helfe beim Schnarchzapfen, ein bisschen Dampf abzulassen, indem ich seinen Dickkopf spalte. Dann kann die ganze heiße Luft entweichen. Das behalten wir als letzten Ausweg im Hinterkopf, ja? Ich glaube, ich habe eine bessere Idee, wie wir das ganze Kupfer für Goldbrückchen beschaffen können. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber beim derzeitigen Stand der Dinge bekommen wir die 1000 Kupferklumpen in 100 Jahren nicht zusammen. Aber wenn die Bergleute was hätten, auf das sie sich nach dem harten Arbeitstag freuen, könnten wir sie das vielleicht motivieren und Leistung steigern. Und ich habe auch schon die richtige Motivation gefunden. Wir müssen einfach ihre alte Bar zurückgeben. Also sollen wir die Bar wieder aufbauen. Genau, die Wände sind eingefallen und es gibt nicht mehr viele Möbel. Aber hier stand mal Papas alte Bar. Als erstes müsstest du einen Cocktailtresen bauen. Stell einfach einen Schüttelbecher da drüben auf die Theke, wo Papa ihn sehen kann. Wahrscheinlich musst du ihn aus Kupfer herstellen, aber ich bin kein Experte, wenn es um Metallarbeiten geht. Ist Mayrod dein Mann? Frohgemut wie immer, junger Mann. Was bringt ein Junge wie dich zu einem alten Hammerzause wie mir?
Du willst also einen Schüttelbecher für die Bar herstellen, aber du weißt nicht wie. Da hast du vermutlich bereits gehört, dass hier in der Gegend ist jeweils Erbauen verboten. Ich selbst war mal Schmied, habe das Schmiedefeuer aber vor einiger Zeit gelöscht. Die Mine hat nichts mehr abgeworfen und die ruhmreichen Tage von Hammerholm waren vorbei. Es ist noch nicht so lange her, dass die Kinder Hagons sich der Insel bemächtigt haben. Ihre Lehren schienen innerhalb kürzester Zeit Fuß zu fassen. Mittlerweile folgen fast alle hier ihrem Glauben. Und doch erlischt das Feuer eines Schmieds nie wirklich ganz. Und da es hier um Babs geht, werde ich dir beibringen, was ich weiß. Bevor du damit arbeiten kannst, musst du das rohe Kupfer in einem prasselnden Schmiedefeuer zu Kupferbarren verarbeiten. Du solltest dir zuerst ein Schmiedefeuer beschaffen. Bau eins an der Werkbank, stell es irgendwo auf und schon kann das Schmieden losgehen. Yeah! Schmiedefeuer. Auch Steine. Ich habe noch keine Steine. So, jetzt. Das Ding ist bestimmt groß. Ja, habe ich mir gedacht. Aha, also das ist ein Schmiedefeuer. Darüber wird Hagar nicht glücklich sein, aber wie man so schön sagt, wer Goldmünzen sät, wird Goldbarren ernten. Schmieden wir los. Fangen wir mit den Kupferbarren an. Oh, ich kann auch Glas. Ah, Glas. Dann kann ich mir meinen Glasboden ja dann doch machen. So, und für Kupferbarren brauchen wir auch Dings. Ich mach mal noch nicht alle. Wer weiß, ob ich noch was brauche. So, lasse ich das so stehen. Schade, eine Kiste kann man nicht verschieben. Obwohl die leer ist. Naja, dann lasse ich es erstmal so. Drei Betten. Das waren noch mindestens fünf Leute. So, da ist das Kupfer. Du hast die Kupferbahn hergestellt, genau wie die Kinder Hagons sagen. Ihr Bau sind angsteinflößende Wesen. Wenn ich meinen Amboss nicht längst an den Nagel gehängt hätte, wäre ich jetzt arbeitslos. Vergiss nicht, dass das Metall aus den Minen so gut wie wertlos ist, bis du es zu Waren verarbeitest. Und wenn du mehr Kohle brauchst, findest du jede Menge davon unten in der Mine. Ich habe zwar so meine Zweifel, aber ich denke, dass Babs Idee mit Butzbar und den Bergarbeitern Feuer unter dem Hintern machen wird. Vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee. Hat Magog dir beigebracht, wie man Metall arbeitet? Jetzt kannst du den Schüttelbecher in Angriff nehmen. Stell ihn einfach auf die Theke, wenn du fertig bist. Okay. Schüttelbecher. Die macht man aus Kupfer. Nicht einfach aus... Warum schmeißt der hinten seine Dinger dahin? Dankeschön, Ninja. Dieser Cocktailtresen ist genau das, was wir gebraucht haben, um die Bergarbeiter und meinen Pups zu motivieren. Was zum? Ich glaube, mein Zapfhahn pfeift. Ist das ein Cocktailtresen? Meine Bar ist zurück. Also schön, Männer. Rebschorn für alle aufs Haus. Habe ich erwähnt, dass mein Papa der Besitzer dieses Schuppens war?
Die Bergarbeiter kamen jeden Abend, um den Dampf abzulassen, aber bei Tagesanbruch waren sie immer wieder brav im Stollen. Damals war ich noch klein, aber ich weiß noch genau, wie glücklich sie immer alle aussahen. Man konnte sagen, dass er und die Bergarbeiter meine Helden waren. Und jetzt, wo du hier bist, schon habe ich das Gefühl, dass wir die Bar wieder aufbauen und die Insel zu dem florierenden Bergbauzentrum machen können, das sie früher war. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber hilfst du mir? Vielen Dank, ich wusste, dass du ein gutes Herz hast. Können wir doch ein paar gute Bergarbeiter mehr hätten? Aber wo sollen wir hier welche finden? Ganz egal, wie hart Buddy und Chipper arbeiten, wir sind eben nur zu zweit. Hast du eine zündende Idee? Oben gelaufen. Von der tollen Bar erzählen. So, aber erstmal machen wir hier eine Pause.